Das bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 25, bei Dresden sichern, SPD-Antrag. Zunächst bitte um Einbringung und danach beginnt in der Fraktionsrunde die FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Dres. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich würde ich ja meinen, dass es Konsens sein müsste, dass eine Stadt wie Dresden auch ein breites Segment an bezahlbarem Wohnraum braucht. Die Debatte, die wir gerade eben geführt haben, zeigt, dass es zumindest nicht über alle Teile dieses Stadtrates Konsens ist. Aber ich bin auch eher Anhänger der Theorie, dass die AfD sich nur dumm stellt und eigentlich aus Überzeugung gegen den sozialen Wohnungsbau ist und eben nicht nur, weil sie es nicht verstehen. Aber diese Stadt braucht auch aus ganz handfesten Fakten heraus bezahlbaren Wohnraum. Wir haben stehen vor der Situation, dass die Belegungsrechte für Menschen mit geringem Einkommen in unserer Stadt, die wir im Moment bei der Vonovia haben, bis 2036 auslaufen. Wir haben erst Anfang dieses Jahres wieder den aktuellen Wohnungsmarktbericht in den unterschiedlichen dafür zuständigen Gremien im Stadtrat gezeigt gekriegt. Da ist sehr deutlich geworden, dass gerade bei sehr kleinen Einkommen in unserer Stadt die Mietbelastungsquote bei 40% des Monatseinkommens oder sogar noch da drüber liegt. Und wir diskutieren in dem ganzen Themenkomplex Zuwanderung und den damit einhergehenden Herausforderungen in der Unterbringung auch natürlich über die Frage, wo können denn die Leute eigentlich leben und wohnen und eigenständig sich in eine Wohnung beziehen, wenn sie ein Asylverfahren abgeschlossen haben. Und einer der Punkte, warum wir im Moment neue Unterbringungskapazitäten für ankommende geflüchtete Menschen schaffen müssen, ist, dass wir nicht mehr ausreichend Kapazität auf dem bezahlbaren Wohnungsmarkt haben, damit die Menschen, die ihr Verfahren schon durchlaufen haben, aus dem bestehenden Übergangswohnheim in eine bezahlbare eigene Wohnung wechseln können. Dazu kommen die Schwierigkeiten, auch das ist schon hier mehrfach diskutiert worden, die wir im Moment gerade im Neubaubereich haben. Das betrifft ja auch nicht nur die WED, die Neubauvorhaben gestoppt hat, sondern das betrifft eigentlich alle großen Wohnungsbauunternehmen in dieser Bundesrepublik, die den Wohnungsbau gestoppt haben. Und das heißt auch, wir müssen gucken, wie wir gerade auch langfristig unseren Bestand an bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt sichern. Und da tut sich jetzt eine Chance auf, eine kleine Chance, aber immerhin eine Chance auf, die Fehler, die 2006 gemacht wurden, mit dem Komplettverkauf der WOBA zumindest teilweise zu korrigieren. Der Stadtrat hat ja immerhin schon mal beschlossen, zu einem Zeitpunkt, wo vieles noch in diesem ganzen Verfahren unklar war, den Willen zu haben, bis zu 3000 Wohnungen von der Vonovia anzukaufen. Dieser Beschluss wurde getroffen zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, ob die Vonovia überhaupt in Dresden Wohnungsbestände verkaufen will oder wie viel sie denn eigentlich gegebenenfalls verkaufen will. Jetzt wissen wir, dass es ein Angebot von der Vonovia gibt und dass das roundabout 6000 Wohneinheiten in dieser Stadt umfasst. Und mit diesem Angebot setzen wir uns jetzt auseinander. Aber als wir diese Begrenzung auf die bis zu 3000 Wohnungen beschlossen haben, wussten wir noch gar nicht, dass uns deutlich mehr angeboten werden. Und deswegen hält es meine Fraktion, die SPD-Fraktion, für richtig, diese Entscheidung auch tatsächlich noch mal zu korrigieren und an die Gegebenheiten und an die neuen Entwicklungen anzupassen und im Ergebnis, und das ist sozusagen Teil dieses Antrages, diese willkürliche Begrenzung, die damals auf bis zu 3000 Wohneinheiten beschlossen wurde, wieder aufzuheben. Wir heben damit ja aber nicht jede Sicherungslinie auf und wir heben damit ja auch nicht auf, dass wir nicht als Stadtrat trotzdem noch das letzte Entscheidungsrecht über die Frage haben, wie viele Wohnungen es denn am Ende werden sollen, tatsächlich konkret werden sollen. Wir haben miteinander oder zumindest große Teile dieses Stadtrates im Haushalt beschlossen, dass wir 40 Millionen Euro einstellen, um sozusagen den Eigenkapitalbeitrag für den Ankauf der Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und im Moment läuft gerade das Prüfverfahren bei der WED rechtlich, aber auch finanzwirtschaftlich, welche Wohnungen denn eigentlich geeignet sind, um angekauft zu werden und wie das Ganze finanziert werden kann. Wenn wir jetzt zusätzlich zu diesen 40 Millionen, die wir als finanzielle Grundlage beschlossen haben und an dem wir auch mit unserem Antrag nicht rütteln, noch weiterhin diese willkürlich eingezogene Grenze von 3000 Wohneinheiten belassen, dann verhindern wir doch eigentlich, dass die WED gute Deals machen kann. Gute Deals in den Verhandlungen mit der Vonovia über die Frage, was kostet uns eigentlich eine Wohnung, die wir ankaufen?
gute Deals bei den Verhandlungen mit Banken über eine mögliche Kreditfinanzierung für den Ankauf und auch gute Deals in Verhandlungen mit dem Freistaat Sachsen, was die Weiterentwicklung von Förderprogrammen angeht. Und wenn die WED zu dem Ergebnis kommen würde, mit diesen 40 Millionen könnten wir mehr als 3.000 Wohnungen ankaufen, dann würden wir es im Moment unterbinden, einfach nur, weil wir irgendwann mal gesagt haben, nee, mehr als 3.000 wollen wir nicht. Das ist aus Sicht meiner Fraktion keine sinnvolle, keine vernünftige Positionierung. Wir glauben, wir sollten für den bezahlbaren Wohnungsbau in dieser Stadt das rausholen, was geht. Die Endentscheidung hat der Stadtrat immer noch selber in der Hand, wenn uns die Prüfergebnisse vorliegen und wenn die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister uns eine Vorlage vorlegt, was er vorschlagen würde, wie mit dem Ankauf der Wohnung umzugehen ist. Und vor allen Dingen würden wir die ganze Entscheidung auf eine fundierte Grundlage legen, nämlich diese Due Diligence-Prüfung, die gerade eben durch die WED durchgeführt wird und sie eben nicht auf einem Bauchgefühl basieren. Das wird dieser Stadtrat irgendwann ohne Kenntnis der eigentlichen Sachlage vor über einem halben Jahr mal hatte, als eben noch gar kein Angebot von der Vonovia auf dem Tisch lag. Deswegen bitte ich um die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. So, jetzt in die Fraktionsrunde. FDP beginnend, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal wieder WID. Bezahlbares Wohnen für Dresden sichern, keine willkürliche Obergrenze für einen Ankauf von Wohnungen. Wenn man ehrlich ist, ist der SPD-Antrag ziemlich traurig. Zeitlich komplett zum falschen Zeitpunkt, in der Intention Unsinn und finanziell ohne sich irgendwie Gedanken zur Finanzierbarkeit zu machen. Am Ende geht es wahrscheinlich wieder um den Versuch, so viele Wohnungen wie möglich zu kaufen, ohne sich über irgendwas drumherum Gedanken zu machen. Was ist denn der aktuelle Stand beim Thema Ankauf von Wohnungen zur WED? Es gab eine Absichtserklärung der Stadt, Wohnungen aufzukaufen. Im Doppelhaushalt sind Eigenmittel eingeplant. Aktuell laufen Verhandlungen bzw. Prüfungen eines Portfolios, das von Vonovia angeboten wurde. Entsprechende Beratungsunternehmen sind engagiert. Die Finanzierung, zumindest eines entsprechenden Eigenkapitalanteils, hatten wir ebenso geklärt und ist im Haushalt verankert. Über den Aufsichtsrat der WED sind von jeder Fraktion die jeweiligen Vertreter mit in den Prozess eingebunden. Es gibt eine weitreichende Vertraulichkeitsvereinbarung über die aktuellen Verhandlungen. Der Informationsprozess und die Einbindung ist aber aktuell vollkommen unproblematisch und funktioniert. Juristen, Ingenieure und Finanzwirte arbeiten den Prozess aktuell Schritt für Schritt ab. Es gibt Gründe, warum beispielsweise... Moment. Was will jetzt dieser Antrag? Er will mitten in den laufenden Prozess eingreifen und irgendwas anders machen, vermutlich mehr Wohnungen kaufen. Am liebsten auch mehr Wohnungen prüfen, ohne dafür irgendwelche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, was das Ganze erschwert. Wie man das bezahlen will oder was für Schwierigkeiten daraus folgen, darüber schweigt man sich lieber aus. Es gibt Gründe, warum beispielsweise Bauten der öffentlichen Hand regelmäßig aus dem Ruder laufen und deutliche Mehrkosten verursachen. Der BER sei mal als Beispiel genannt. Und das liegt eben daran, dass man Prozesse nicht abwartet, Fragestellungen nicht wie geplant klärt, sondern andauernd versucht, irgendwo reinzupfuschen und hinterher wundert man sich, dass dann nichts mehr zusammenpasst. Daher eine klare Ablehnung des Antrags unsererseits. Es ist jetzt an der Zeit, den angestoßenen Prozess abzuarbeiten. Die Ergebnisse sind anzuschauen und dann drauf zu blicken, was als Entscheidung der WED und Stadt sinnvoll ist. Wenn hier jetzt dauernd whatever it takes Ansätze kommen, man die ohnehin hohen Risiken für die Stadt noch weiter erhöhen möchte, dann stellt man sich die Frage, ob man nicht lieber den ganzen Prozess sicherheitshalber abbricht und es lieber lässt. Bis zu 3.000 Wohnungen sind für die WED eine extreme Hausnummer, die bereits ein massives Risiko darstellt. Sowas muss erstmal integriert und abgearbeitet werden. Vermutlich muss auch vielfach noch saniert werden. Steigende Zinsen sorgen dafür, dass notwendiges Eigenkapital für die Stadt bzw. die WED steigt. Das, was im Haushalt eingestellt ist, ist begrenzt. Damit ist auch die Anzahl möglicher Wohnungen begrenzt. Mit so einer Arbeitsweise und auch so einem solchen Grundverständnis wie hier im Antrag werden wir nicht zu sinnvollen Lösungen kommen. Zumal es ja um Bestandswohnungen geht. Es wird keine einzige Wohnung weniger im Markt, wenn man es nicht kauft oder wenn man weniger kauft. Und wenn man die Mietstatistik sich mal anschauen würde, würde man auch feststellen, dass viele Genossenschaftswohnungen und auch die Vonovia-Wohnungen preislich im Bereich der Sozialwohnung liegen, ohne dass es welche sind. Wenn man aus einem Portfolio auswählen kann, ist es für jede Verhandlung sinnvoller, auch eine Auswahl zu treffen, anstatt alles nehmen zu wollen. Es muss ja am Ende des Tages auch irgendwie alles zusammenpassen. Der Antrag ist entsprechend unverständlich und abzulehnen. Danke. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Herr Nietzsche, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland, war heute schon mal zu hören. Die Bundesregierung ist ja davon ausgegangen, dass wir 400.000 Wohnungen Neubau pro Jahr haben. Wir werden aber aktuell dieses Jahr eher in der Größenordnung 100.000, 150.000 Wohnungen hinbekommen und das wird sich auch die nächsten Jahre so hinziehen. Also Erkenntnis, es fehlen massiv Wohnungen im Neubau. Diese 400.000 fehlenden Wohnungen proportional auf die Landeshauptstadt Dresden heruntergerechnet sind übrigens 2.500 Wohnungen für Dresden. Die fehlen. Daraus müsste sich eigentlich jedem, der einigermaßen logisch mitdenkt, die Erkenntnis erschließen, die Lösung für das Problem liegt nicht darin, dass das Eigentum am bestehenden Wohnungsbestand wechselt, sondern dass man neu bauen muss. Wenn wir hier von 3.000 Wohnungen sprechen, die die WID kaufen soll, entspricht das einem Marktwert von ungefähr 315 Millionen. Das sind überschlägig etwas mehr als 100.000 Euro pro Wohnung. Im Haushalt sind 40 Millionen dafür eingeplant zur Finanzierung. Das bedeutet, um diese 315 Millionen zu bezahlen, 40 Millionen sind da, braucht man schon eine Neuverschuldung von 270 Millionen. Gehen wir jetzt auf die 6.000 Wohnungen hoch, brauchen wir ungefähr 600 Millionen neue Kredite. Und das alles ohne Berücksichtigung der notwendigen Investitionen. Meine Damen und Herren, wir müssen genau überlegen, welche Wohnungen wir nehmen, in welche Wohnungen wir investieren und welche Wohnungen wir von der Vonovia nicht in das Eigentum der WED überführen. Denn die Aufgabe der WED ist es, auf städtischen Grundstücken sozial geförderten Wohnraum zu errichten und zu verwalten und nicht die Menge der Schulden, die unsere Stadt leider hat, noch weiter in die Höhe zu treiben. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Dissidenten, Herr Schmelich. Na ja, dann haben wir ja den sozialen Wohnungsbau im Block sozusagen hier im Stadtrat. Das ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was der Kollege Blödner und auch Herr Nitsche hier vorgebracht haben, ist, ja, ich sage es mal so, das sind die üblichen Bedenken, die wir auf dieser Stelle hören. Leider sind aber auch, haben sich dann aber auch in Ihre Reden eine Menge Fehler eingeschlichen und vor allen Dingen auch mit Unterstellungen gearbeitet, die gar nicht Teil dieses Antrages sind. Dieser Antrag stellt darauf ab, von einer damaligen Ausgangssituation, und ich möchte noch mal mit einem gewissen auch Stolz erwähnen, dass das Ganze ja zurückging auf einen Eilantrag, den ersten übrigens, den die Dissidentenfraktion eingebracht hatte, wo wir in der Tat überlegt haben, wie viele Wohnungen könnten das sein. Am Ende hat ja auch durch die Übernahme und den Änderungsantrag des OBs sich dann auch diese Zahl von 3.000 manifestiert, ohne dass wir seinerzeit eine Aussage treffen konnten, gibt es diese 3.000 Wohnungen überhaupt auf diesem Markt? Auch wenn wir gehört haben, dass die Vonovia durchaus ein gewisses Interesse hat und dieses Interesse hat sich seit der Zeit noch ein bisschen gesteigert. Das hat auch sicherlich was mit der Eigenfinanzierung dieses Konzerns zu tun. Haben wir diese Zahl festgelegt. Und der Oberbürgermeister hat in dem Haushaltsentwurf und dieser Stadtrat dann mehrheitlich auch beschlossen, dafür auch einen Eigenkapitalanteil, nämlich diese berühmten 40 Millionen, festgelegt. Aber eigentlich waren diese 3.000 Wohnungen, die wir seinerzeit beschlossen haben, bis zu eine relativ willkürlich genannte Zahl, relativ willkürlich, die vor allen Dingen natürlich überhaupt nicht davon ausgehen konnte und wusste, wie viel denn uns angeboten werden. Am Ende wissen wir, dass es deutlich mehr als diese 3.000 Wohnungen sind. Und so habe ich jedenfalls den Antrag der SPD verstanden. Die sagen, warum
soll der Stadtrat auf der Basis dieser, ich sag mal, relativ willkürlichen Kappung eigentlich am Ende nur die Auswahl von 3.000 Wohnungen exakt treffen können. Warum ist es nicht möglich, dass auch die Vorbereitungen, die intensive Vorsortierung auch des Angebotes, des Portfolios der Vonovia, nicht am Ende vielleicht auch eine Zahl von 3.400 Wohnungen dabei rauskommen, die wir zumindest als Option für einen Ankauf, respektive dann auch für eine Finanzierung auf den Tisch haben. Also hier geht es nicht darum, den Kapitalanteil, den wir gegenwärtig im Haushalt haben, beliebig aufzublähen oder gar den Schuldenberg aufzublähen. Aber zu dem Schuldenberg sage ich dann noch mal was, Herr Nitsche. Sondern es geht darum, die Auswahlmöglichkeiten, die dieser Stadtrat am Ende haben wird, nicht künstlich zu begrenzen. Das ist der Inhalt dieses Antrages. Und deshalb ist alles andere, was dort hineininterpretiert wird, doch eigentlich ziemlich, naja, dummes Zeug, kann man mal so sagen. Herr Nitsche, zu den Schulden der Stadt. Sie malen hier ein Bild, das definitiv, also ich meine, jeder, der im Bereich von Wohnungsbau sich auskennt oder gar in den Bereich investiert, der würde Sie auslachen. Weil genau das ist das Finanzierungsprinzip vom Wohnungsbau. Es ist das Finanzierungsprinzip, dass man mit einem gewissen Eigenkapital reingeht und dann als nächstes im Grunde genommen die Mieterinnen und Mieter die Wohnungen langfristig bezahlen. Genau, und dieses Finanzierungsmodell hat im Grunde genommen auch die WED, angereichert allerdings noch mit der Chance, respektive mit den Möglichkeiten, durch die öffentliche Förderung des Wohnungsbaus eben die Mieten in einem Rahmen zu subventionieren, der dann eben der KDU, also den Kosten der Unterkunft, entspricht. Am Ende ist es also nicht so, dass wir die Stadt sich verschuldet, sondern wir schaffen Werte. Die Werte der Stadt erhöhen sich erheblichermaßen. Und ich hoffe nicht, dass es irgendwann mal, ich werde ja bis dahin wahrscheinlich auch weder in diesem Stadtrat noch unter den Lebenden sein, einer auf die Idee kommt, dann wieder mal das Zeug irgendwann zu verkaufen. Das wäre das Tragische. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Sorge dafür tragen. Und deshalb ist auch die Sicherung von Bestand wichtig. Und nicht, man darf nicht so tun, als ob das jetzt sozusagen rechte Tasche, linke Tasche ist, wird ja sowieso keine Wohnung mehr. Wir sind nun mal aufgrund der Wohnungspolitik und der Finanzpolitik in dieser Stadt in die Situation hineingeraten, 2036 praktisch mit null, also nur mit dem, was wir bisher selbst gebaut haben, sozialen Wohnungsbaubestand dazustehen. Deshalb ist es unsere heilige Aufgabe, sage ich jetzt mal so, Sorge zu tragen, dass wir Wohnungen schaffen, die eine längerfristige, über dieses Datum hinausgehende Bindung haben. Dazu wird dieser Beschluss des Stadtrates eine Möglichkeit schaffen. Lassen Sie uns nicht im Grunde genommen künstlich diese Zahlen fest einschränken, weil wir haben immer noch die Entscheidung, welche Wohnungen wir nehmen und wie die auch am Ende zu finanzieren sind. Die Mittel dafür haben wir bereitgestellt und wir wissen dann im Grunde genommen, wenn wir uns nicht selbst beschränken, wie viel wir dafür ausgeben müssen. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die WID erhielt im Herbst 2022 von der rot-rot-grünen Mehrheit des Stadtrats die Berechtigung, 3.000 Wohnungen von der Vonovia anzukaufen. Dafür steht ihr ein Budget von 40 Millionen Euro zur Verfügung, welches dann wiederum die Basis für eine weitere Kreditierung bzw. Förderung darstellt. Wie sicher das ist, wie hoch der Betrag sein wird und wie viel davon dann tatsächlich für den Erwerb und wie viel für künftige Sanierungskosten vorgesehen sind, ist im Detail uns nicht bekannt. Wer aber die Kostenentwicklung der letzten Jahre in diesem Segment verfolgt hat, der weiß, es wird mit einer hohen Summe zu rechnen sein, wenn wir zeitnah 3.000 und wenn wir dem Antrag der SPD folgen würden, 5.000 oder gar 6.000 Wohnungen angemessen sanieren wollten. Das heißt, die SPD stellt uns hier wieder mal vor eine Blackbox, die uns teuer zu stehen kommt. Was die Vonovia betrifft, so will diese selbstverständlich gern ihre Chance nutzen, ihren Wohnungsbestand zu bereinigen.
insbesondere die Möglichkeit, stark sanierungsaufwendige Objekte wie die Siedlung am Jägerpark, das Areal am ODC, für gutes Geld abzustoßen, lässt die Herzen und Brieftaschen der Strategen in den Vorstandsetagen der Vonovia vibrieren. Make a Deal ist das Konzept des Konzerns. Auch anderenorts wie in Braunschweig lässt man sich abgewirtschaftete Immobilien gern zu einem guten Preis abkaufen. Auf der anderen Seite muss die WED 5,5 Jahre nach ihrer Gründung nun auch mit Ergebnissen aufwarten, die dem großen Brimborium und den großen Versprechungen von 2017 gerecht werden und ihre weitere Daseinsberechtigung sichern soll. Die WED hat sich von ihrem eigentlichen Hauptzweck, nämlich der Neuschaffung von Wohnraum für sozial Benachteiligte, mittlerweile auf die Beschaffung von Wohnungen aus dem Topf bereits vorhandener Wohnungen verlegt und nicht eine Wohnung mehr wird dadurch geschaffen. Denn, liebe Kollegen von Rot-Rot-Grün, was Sie nun auch merken, auch eine kommunale Wohnungsgesellschaft muss sich nun mal den Gesetzen des Marktes unterwerfen. So, prima. Geht gleich weiter. Und, Herr Löser, sozialen Wohnungsbau gab es in Dresden auch schon vor der Gründung der WED 2017. Mal kurz eingehend auf diese ganzen Beschimpfungen hier. Ich stamme aus dem Sozialismus. Ich kenne die Bedeutung von Staatseigentum und unsere Wohnung war bezahlbar, aber in einem so jammervollen Zustand, dass ich, liebe Kollegen von Rot-Rot-Grün, für alle Zeiten von Ihren Vorstellungen einer sozialen Wohnungswirtschaft geheilt bin. Ich vertraue da vielmehr unserer heimischen Wirtschaft. In Dresden haben wir sowohl in der Wohnungswirtschaft als auch in der Bauwirtschaft starke regional verwurzelte Unternehmen und Genossenschaften, die über eine hohe Kompetenz auf dem Gebiet des Wohnungsbaus und auch des sozialen Wohnungsbaus verfügen. Meine Familie und ich selbst waren lange Jahre Mitglieder der Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft und haben deren kontinuierliche Investitionstätigkeit sehr geschätzt. Nutzen wir diese Kompetenz und unterstützen wir diese Unternehmen dadurch, dass wir ihnen die notwendigen Rahmenbedingungen in unserer Stadt bieten, bürokratische Hürden aus dem Weg räumen, Verfahrenszeiten verkürzen, Regularien sinnvoll und machbar gestalten und nicht an Wunschideologien ausrichten und auch Abgaben und Steuern nicht nur groß, sondern vor allem mittel- und kleininvestoren freundlich gestalten. Wir sehen in einer so gestalteten Zusammenarbeit mit den regional verwurzelten Unternehmen der Wohnungsbaubranche und der Bauwirtschaft eine um vielfaches höhere Chance für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen auf den Dresdner Wohnungsmarkt und lehnen deshalb den Antrag der SPD ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Herr Löser, bitte schön. Nur ganz kurz, die Grünen stimmen dem Antrag der SPD zu und möchten gerne auf den letzten Beitrag erwidern, dass die 700 Wohnungen, die es in Dresden gibt, wo Leute wohnen, die Sozialwohnungen bezogen haben, eben keine Fantasie ist, auch keine Ideologie, sondern das sind ganz konkret Wohnungen, wo Menschen in Dresden, die es schwer haben auf dem normalen Wohnungsmarkt, Wohnungen finden. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, ich möchte anfangs gleich mal sagen, Fraktion Die Linke stimmt dem Antrag zu, wohl wissend, dass ja im Prinzip die Sicherung schon eingebaut ist. Man soll die Zahl der Wohnungen der Angekauften erhöhen, wenn sie sich denn eignen. Und da braucht man jetzt im Prinzip nicht irgendwie aus den vertraulichen Informationen zu reden, sondern da reicht es, wenn man mal sich in irgendeinem Immobilienbörse umguckt und mal die Energieausweise anguckt von diesen Vonovia-Wohnungen, um mitzukriegen, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern viel Gold gebraucht werden wird, um diese Wohnungen im Zuge der energetischen Sanierung, die ja im Prinzip von der EU jetzt verpflichtend ist, wieder auf Vordermann zu bringen und weiter nutzbar zu machen. Wir haben ja glänzende sozialistische Bekenntnisse gehört und wie schlecht der Wohnungsbau gewesen ist. Der Treppenwitz der Geschichte ist, dass ausgerechnet die Vonovia bzw. die Wobas, die sie eigentlich sind, Kernstück des sozialistischen Wohnungsbaus waren und hier die Begehrlichkeiten des internationalen Finanzkapitals geweckt haben und hier im Prinzip über anderthalb Jahrzehnte große Profite gemacht haben. Und ich habe ja schon im Sommer gesagt, bei dem Letter of Intent, das ist jetzt keine Gnade, die Vonovia hier uns erweist, sondern die Vonovia braucht dringend Geld,
Und da ist auch so ein gewisser Zwang da, sich von Wohnungsbeständen zu trennen. Der Herr Oberbürgermeister ist damals der Vonovia beigesprungen und hat eine Bemerkung gemacht, und gesagt, das wäre rufschädigend. 14 Tage später ist das Management der Vonovia an die Öffentlichkeit gegangen und hat verkündet, für 13 Milliarden Euro 66.000 Wohnungen verkaufen zu wollen. Und das war dann der Moment der Wahrheit. Wer unsere Genossinnen und Genossen in Berlin, machen wir es umgedreht, unsere Genossinnen und Genossen der Linken in Berlin, die würden diese Vorlage ablehnen, sie würden auch diesen Letter of Intent ablehnen, weil sie sagen, was die Vonovia gemacht hat mit den Wohnungen, man darf die jetzt nicht damit belohnen, diese Wohnung zu kaufen, sondern eigentlich gehört diese Firma enteignet. Ich will das mal ganz kurz begründen. Es ist ja interessant, das wäre ein Sozialdemokrat, Franz Müntefering gewesen, der diesen Begriff geprägt hat, der Finanzheuschrecken, die im Prinzip über Firmen und über Anlagen herfallen, sie finanziell aussaugen und die ausgesaugte Hülse dann wieder der Gesellschaft und dem Staat anheimgeben, nochmal Geld beim Verkauf kriegen. Die Vonovia hat ja nicht nur die Mieten erhöht für die Wohnung, die Vonovia hat nicht nur diese Mieten über die Jahre als Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet. Zuletzt waren ja im Prinzip immer Milliardenbeträge pro Jahr im Gespräch. Das heißt, diese Firma ist finanziell ausgekehrt worden. Und dazu hat sie noch Folgendes gemacht. Im Ertragswertverfahren können diese Immobilien in ihrem Wert immer höher geschraubt werden in der Bilanz, wenn man die höheren Mieten zur Grundlage ihres Wertes macht. Und das schafft jetzt in der Bilanz einen schönen Buchgewinn. Mit diesem Buchgewinn geht man zur Bank, nimmt einen Kredit auf und schüttet dann diesen Kredit auch noch aus an die Aktionäre und hat dann nicht nur eine leere Kasse, sondern auch ganz viele Schulden. Und dieses Verfahren oder diese Herangehensweise funktioniert so lange, wie die Mieten steigen und die Zinsen niedrig sind. Wenn die Zinsen steigen und die Mieten stagnieren, dann müssen Wertberichtigungen vorgenommen und dann stürzt dieses hochgestapelte Finanzsystem, dieses Bilanzkonstrukt zusammen wie ein Kartenhaus. An diesem Moment sind wir. Und das ist auch nochmal im Rückblick auf diesen Letter of Intent zu bemerken. Dort steht ja im Prinzip drin, dass Vonovia und Stadt Dresden sich um eine Sanierungsförderung bemühen wollen, um diese Sanierung stemmen zu können. Und dann nochmal im Prinzip die Erinnerung an die Milliardenbeträge, die Vonovia ausgeschüttet hat. Der vorsichtige Kaufmann hätte Rücklagen gebildet und hätte jetzt das Geld, diese Sanierung durchzuführen. Das hat die Vonovia nicht mehr. Die Vonovia hat dieses Geld nicht und jetzt wird der Staat, also wir, zur Hilfe gerufen, diese Wohnung zu übernehmen und zu sanieren. Und dann gleichzeitig noch die Schulden der Vonovia zu tilgen. Insofern sollten wir ganz genau aufpassen, wie wir hier vorgehen. Wir sollten ganz genau die wirtschaftlichen Folgen prüfen. Wir müssen sehen, mit diesen gekauften Wohnungen kommt keine einzige Wohnung zusätzlich in die Stadt, die sind alle schon da. Wir haben im Prinzip die Notwendigkeit, mehr Sozialwohnungen zu bauen, die Anzahl der Wohnungen zu erhöhen. Das geschieht mit diesem Verfahren überhaupt nicht. Und diese Wohnungen, die jetzt gekauft werden, sind mitnichten frei. Die sind größtenteils bewohnt, das heißt, wir schaffen damit auch keine Substanz, irgendjemanden einziehen zu lassen. Das müssen wir auch sehen, sondern im Gegenteil, unter Umständen, wenn diese Wohnungen im sehr schlechten Zustand sind, es sind teilweise Wohnungen, die 40 Jahre nicht saniert worden sind. Die sind also sozusagen energetisch, haustechnisch dran. Komplett saniert zu werden, haben wir noch den Ärger, dann die Sanierung durchzuführen, mit den Mietern zurechtzukommen und dann auch natürlich zu sehen, wie wir diese Kosten eigentlich refinanzieren. Und da setzt sich dann eine gewisse Grenze ein, dass eben die WED eigentlich technisch und wirtschaftlich beherrschen kann. Insofern stimmen wir zu, aber sind uns der Risiken dieses ganzen Geschäftes bewusst. Vielen Dank. So, nun zum Abschluss der Fraktionsrunde, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich erspare es mir jetzt, auf die Klassenkampfrede von Herrn Wirz hier zu erwidern. Da wäre es an einigen Stellen nötig, aber es ist ein bisschen zu spät heute Abend dafür. Ich will aber zum Antrag der SPD-Fraktion was sagen. Wir als CDU werden diese Vorlage ablehnen. Ich will das begründen. Der Stadtrat hat entschieden, 3.000 Wohnungen sollen gekauft werden. Wir als CDU-Fraktion haben
diesen Vorschlag als sinnvoll empfunden zum Zeitpunkt, wie er ja getroffen wurde. Wir empfinden das auch heute noch als sinnvoll und haben dem zugestimmt. Nun sind wir in einer sehr komfortablen Situation. Die Vonovia will sehr viel mehr Wohnungen verkaufen, als wir angedeutet haben, zukaufen. Und das ist eine gute Situation für die Stadt. Wir können im Rahmen dieser sogenannten Due Diligence, also der Bewertung der Wohnungen nach allen relevanten Kriterien, können wir uns die für uns passenden 3.000 Wohnungen, für die WID passenden 3.000 Wohnungen da heraussuchen und können dann über den Kaufpreis verhandeln. Und jetzt kommt die SPD mit einem Reflex, den wir sehr häufig erleben, es muss unbedingt noch einer obendrauf gesetzt werden. Ja? Und ich zitiere mal aus der Begründung dieses Antrags, diese Grenze zu sprengen von 3.000 Wohnungen. Da Vonovia mehr als 3.000 Wohnungen angeboten hat, könnte die Due Diligence Prüfung ergeben, dass auch mehr als 3.000 Wohnungen für den Ankauf geeignet sind. Das Ergebnis dieser Prüfung ist eine fundierte Grundlage für die Entscheidung über die Anzahl der anzukaufenden Wohnungen. Und da sagen wir als CDU, nein, die Entscheidung ist getroffen. Wir haben die Entscheidung ja gefällt. 3.000, da ist doch nichts offen. Da wird jetzt wieder ein Topf aufgemacht, um immer noch einen oben drauf zu setzen. Und dann weiter, eine willkürliche Begrenzung des Ankaufs von Wohnungen auf bis zu 3.000 ist fahrlässig. Nein, ich sage, Ihre Politik ist fahrlässig. Ihre Politik ist fahrlässig. Ihre Nimmersattheit, wie ein Staubsauger alles reinzusaugen, was nur geht. Ja, wir haben 40 Millionen im Haushalt eingestellt. Ja, müssen wir die jetzt verbraten? Müssen die unbedingt raus? Nein, sagen wir. Wir gucken, was ein vernünftiger Preis ist für diese 3.000 Wohnungen. Der wird dann auch vereinbart. Und dann können wir heilfroh sein, wenn von den 40 Millionen noch was übrig ist. Denn wir haben auch schon am Anfang dieses Abends gehört, dass wir auch für andere Wohnungsthemen, zum Beispiel für die Flüchtlinge, noch sehr viel Geld benötigen werden. Warum müssen wir denn die 40 Millionen hier verbraten? Das machen wir nicht mit. Wir sind da ganz klar. Und es erinnert mich an einen Präzedenzfall. Am 6. Oktober waren wir hier und haben 13,5 Millionen Euro für die WID zur Verfügung gestellt, für die aufgelaufenen Mehrkosten. Haben wir als CDU auch zugestimmt, weil das nun mal zu erledigen war. Und für die Planungsleistungen, für die vorlaufenden Planungsleistungen, um dann so schnell wie möglich wieder mit dem Bauen beginnen zu können, wenn sich die Bedingungen geändert haben oder verbessert haben. Bumm, die SPD kam um die Ecke, 2,8 Millionen nochmal obendrauf. Auch das hat auf der linken Seite des Rates eine Mehrheit gefunden. Immer noch einen obendrauf. Und das machen wir nicht mit. Und deshalb werden wir diese Vorlage ablehnen. 3.000 Wohnungen ist das, was wir beschlossen haben. Und das sollten wir so auch konsequent umsetzen. Damit ist die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Schulte-Wissermann. Zum Abschluss dieses schönen Tages. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich möchte, Lesen bildet ja, ich möchte hier kurz nur quasi erklären, warum die AfD so ist, wie sie ist, denn sie hat alles aufgeschrieben in ihrem Wahlprogramm. Guckt man in das Wahlprogramm der AfD Dresden und fragt sich, was steht da drin für Menschen mit wenig oder sehr wenig Geld, da steht da erstmal ein Satz, mehr findet man nicht, aber der Satz heißt, während Dresden insbesondere in den Plattenbaugebieten über ausreichend preisgünstigen Wohnraum verfügt. Punkt. Das war's. Also das ist alles, was man halt für Leute mit wenig Geld findet. Und wenn man dann zur WED guckt, da steht da der erhellende Satz, wir werden die WED liquidieren. Steht da wirklich drin. So, jetzt wird hier geklatscht. Also das ist sozusagen Parteilinie, war und ist in Zukunft. Das heißt also, wer irgendwie vielleicht wenig Geld hat oder sonst wie benachteiligt ist in dieser Gesellschaft und findet da draußen eine AfD-Demo und die sagen einem, oh, die Welt wird schön, weil dieser Sozialismus, der muss wissen und die muss wissen, dass die AfD in ihrem Programm hat, die WED, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft, zu liquidieren und sagt, es gibt ja genügend Wohnraum in Prolis, geht doch nach Prolis. So. Und es geht noch weiter, denn wie man dieses Problem
angeht für Leute mit wenig Geld. Wie nur das Problem angeht, steht da, private Bauprojekte gleich welcher Größe sollen freie Bahn erhalten. Das heißt, wir sollen als Stadtrat nicht mehr B-Pläne irgendwie diskutieren, mit den Investoren verhandeln über Sozialquoten. Nein, alle privaten Bauten gleich welcher Größe, steht da wörtlich drin, sollen freie Bahn erhalten. Das ist marktwirtschaftliches, turbokapitalistisches Arschlochverhalten. Das ist einfach mal, das muss man mal so deutlich sagen, die ärmeren Menschen, die sind ihnen einfach schlicht egal. Das ist schlicht egal. Die etwas mehr Geld haben, ja, sie haben, sie sagen, ja, für Familien brauchen wir irgendwas, für Menschen, die ein Eigenheim sich leisten können, brauchen wir Hilfen. Ja, so, ab dem Mittelstand geht das los. Aber für die, die überhaupt kein Geld haben, das ist ihnen völlig egal. Und das wollte ich hier einmal von dieser Bühne aus sagen. Dankeschön. So, wir sind mittlerweile nach 22 Uhr, deswegen bitte ich, die Redebeiträge knapp zu halten. Ich würde zunächst Frau Krause dran nehmen und dann zum Schlusswort Herrn Drews und dann sollten wir zur Abstimmung schreiten. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ganz kurz von meinem Platz aus. Es ist jetzt mehrmals betont worden, dass der Ankauf bewohnter Wohnungen keine neuen Wohnungen schafft. Das ist richtig. Es ist aber so, dass es durchaus einen Unterschied macht, wem eine Wohnung gehört. Und ich bin Mieterin der Vonovia. Ich bin vor über 16 Jahren in eine Wohnung eingezogen, die damals noch der WOBA gehörte. Ich kann Ihnen sagen, nach den Mieterhöhungsverlangen der Vonovia kann ich die Uhr stellen. Die kommen pünktlich. Der Computer weiß ganz genau Bescheid, wie oft er erhöhen kann. Das Bundesmietrecht erlaubt eine Erhöhung von 20% innerhalb von 3 Jahren. Durch Kappungsgrenzenverordnung ist das in Dresden nur 15% alle 3 Jahre. Das schöpft die Vonovia aus, knallhart. An den Häusern ist nichts getan, das hat Herr Wirth schon mal ausgeführt, seit 40 Jahren unsanierte Wohnungen. Das trifft es ganz gut, dennoch kann die Miete jederzeit erhöht werden, da im Umfeld durch rege Neubautätigkeit der Mietspiegel gestiegen ist, also immer wieder kann eine Mieterhöhung stattfinden und da macht es schon einen Unterschied, ob man beispielsweise in einer Genossenschaft Mieterin oder Mieter ist oder ob man zum Beispiel bei der WID Mieterin oder Mieter ist. Und deswegen ist das ein großer Unterschied, wem die Wohnung gehört und das stabilisiert insgesamt das Mietenniveau, wenn man eben nicht in der Gesellschaft freie Hand lässt, die jederzeit die Miete erhöht, so gut sie kann und sozusagen den letzten Pfennig rauspresst aus den Mieten, die sie nehmen kann. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir uns möglichst viele Wohnungen sichern, das auch in Richtung von Herrn Flemming, denn das ist ein Beitrag, die Mieten für die Bestandsmieterinnen und Mieter stabil zu halten. Und das ist die größte Gruppe aller Dresdnerinnen und Dresdner, die nämlich schon lange Zeit in ihrer Wohnung wohnen. Und für die müssen wir auch was tun. So, nun zum Schlusswort, Herr Drews. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, war ja eine sehr lebhafte Debatte. Auf ein paar Punkte möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Lieber Christoph Blüttner, ich schätze dich ja eigentlich total und die Zusammenarbeit, die normalerweise sachlich ist. In der heutigen Debatte hast du aber ganz schön viel in den Antrag reininterpretiert, was dort überhaupt nicht drin steht. Zum Beispiel den Vorwurf, wir wollten mit dem Antrag alles nehmen, was uns die Vonovia anbietet. Also die einzigen, die bisher öffentlich davon geschrieben haben, dass die Stadt 6.000 Wohnungen kaufen will, war die Facebook-Seite der Stadt Dresden selber. In einem Kommentar in einer Facebook-Debatte. Ich weiß nicht, ob der Kommentar noch schon gelöscht ist oder noch öffentlich ist, aber dort wurde ja schon mal verkündet, dass die Stadt Dresden 6.000 Wohnungen kauft. So weit würde ich ja gar nicht gehen. Sondern in unserem Antrag steht drin, das, was die Prüfung durch die WID als geeignet ansieht. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen Glaskugel lesen, weil die Prüfung ist noch nie abgeschlossen. Aber ich würde sehr stark behaupten, dass das kann nicht alle 6.000 Wohnungen werden. Auch der Vorwurf, dass der Antrag zeitlich Unsinn ist, mit Blick auf das Verfahren, wie es im Moment gerade eben läuft, geht fehl. Die Prüfung läuft aktuell, die soll in den nächsten Wochen und Monaten abgeschlossen werden. Und wenn wir dann mal das fiktive Beispiel annehmen, dass dort mehr als 3.000 geeignete Wohnungen rauskommen, dann muss sich die WID noch irgendwelche neuen Kriterien einfallen lassen, als die, die wir jetzt monatelang geprüft haben, um diese Zahl dann auf diese willkürlich festgesetzte Grenze von 3.000 auch noch zu reduzieren. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen
müssen wir diese Entscheidung vor Abschluss der Prüfung, die im Moment gerade eben läuft, treffen, damit die BED weiß, woran sie ist und wie sie mit den Ergebnissen ihrer eigenen Prüfung am Ende umgehen soll. Und auch den Vorwurf, dass es keine finanzielle Grundlage für den Antrag gibt, kann ich so nicht stehen lassen. Natürlich gilt der Haushaltsbeschluss, den meine Fraktion auch mitgetragen hat. Natürlich gelten die 40 Millionen, die in diesem Haushalt drinstehen. Und alles, was damit nicht finanzierbar ist, kann man natürlich am Ende auch nicht kaufen. Das ist nachvollziehbar. Und so haben wir nun mal den Haushaltsbeschluss hier auch gemeinsam getroffen. Zum Kollegen Flemming zum Schluss bloß noch mal ein kurzes Wort zu dem Reflex, dass die Sozialdemokratie immer eins oben drauf legen muss. Ja, natürlich machen wir das, wenn es im Sinne der Menschen in dieser Stadt ist. Ich finde es tatsächlich eher spannend, dass insbesondere hier die rechte Seite des Rates immer noch dieses Mantra vor sich herträgt, der Markt regelt das, obwohl dieser Wohnungsmarkt in Dresden jeden Tag beweist, dass er daran scheitert, bezahlbare Mieten herzustellen. Und deswegen ist es richtig, dass wir Wohnungen als Stadt wieder ankaufen, dass wir Einfluss als Stadt auf diesen Wohnungsmarkt bekommen, damit wir langfristig und auch über 2036 hinaus bei Wohnungen dafür sorgen können, dass eben nicht jede Mieterhöhung durchgezogen wird, sondern dass sie bezahlbar bleiben. Und in diesem Sinne ist dieser Antrag, und ich bitte nochmal um Zustimmung. So, damit kommen wir jetzt zur Abstimmung. Es steht der ablehnende federführende Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer also den federführenden Bericht annimmt, der lehnt den Antrag ab. Ja, 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der federführende Ausschussbericht angenommen worden. Wir schließen damit die heutige Sitzung, setzen morgen 15 Uhr fort. Hinweis, wir haben sehr kurzfristig Absage des Catering für morgen bekommen. Also bitte vielleicht gucken, dass Sie sich gut versorgen und damit gut durch den Abend kommen. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend.